Das hier habe ich mir auch noch nicht reingezogen, Leute. Da gucken wir mal, was bei Julians Pool abgeht. Okay. Die letzte Folge habe ich, glaube ich, gesehen, Alter. Er macht da irgendwas mit seinem Pool. Der live zimmert hier zusammen. Ju, Grüße gehen raus, du inkompetenter Handwerker in einer Person, Alter. Du bist wirklich extrem schlecht in allem, was Handwerk angeht. Muss man einfach mal sagen. Zack, 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 zack. Ne? Immer schön dran hier. Also, wenn der Kollege möchte, so. Ja, dann guck mal hier, such dir mal zwei Handschuhe raus. Beide. Spachtel halt ran hier. Spachtel ran hier. Ich fühle mich wie so ein Sträfling. Scheiße. Ist egal, wenn es auf dem Boden ist. Nee, ist es nicht. Besser ist, wenn du nicht abwischen, dann genau. Nimmst. Eigentlich. Da geht's schon wieder los. Stümperhaftes Verhalten. Genau. Oh Mann. Alles auf dem Boden. Alles. Ja, das ist schlecht. Ist schlecht. Da muss alles wieder machen, ne? Nächste Praktikum bei einem Fußbodenleger. Ich hoffe einfach, dass es wirklich irgendwas ist, irgendwie so, das sieht einfach aus wie fucking Joghurt oder sowas, Alter. Viele Leute wissen das ja gar nicht, Joghurt ist extrem gut für euren Pool, merkt's euch. Scheiße. Das Eis, genau. Das Eis ist das oh, wichtig ist, dass du nicht unter einem Motel bist. Damit, Kollegen, Eier, mein Ohr, ja. Optimal. Da ist er, nur mal so. Ich bin so... Alter, das ist einfach nur peinlich, Junge. So schwer ist das doch nicht, oder? Hier oben auch, ne? So richtig schwer. Ja, das ist auch ganz toll. Das ist ja schon mal, sind so viele Handschuhe. Alter, Ju, Junge, gib dir mal Mühe, Alter. Du tropfst ja noch mehr, als wenn du irgendeine Frau in der Innenstadt siehst, Junge, du Ekliger. Junge, 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 Alter, halt dich mal im Zaum. Ju, lösch dein Video. Ah, mit Schwung. Oh, oh. Kannst du dich mal bitte umdrehen und mir den Handfeger geben da in dem Eimer? Er fällt gerade. Was ist denn mit hier? Das wird aber besser hier. Also ich will ja nichts sagen, aber Angelos Bereich sieht auf jeden Fall sauberer aus. Deutlich sauberer. Deutlich besser. Ey, ich krieg da wirklich einen Ausraster. Ich habe keine Ahnung, was der da an die Wand spachtelt, aber es macht mich wirklich aggressiv, zu sehen, wie inkompetent der junge Mann ist. Wahnsinn. Ess das ja auch nebenbei noch. Guck mal jetzt einfach. Alter, Ju, Junge! Mein Gott, Digga! Mein System, das ist das Folge. Ich bin ja ganz bei dir. Ey, ist das... Macht ihr das mit Absicht so scheiße, Junge? Ist das dein verfickter Ernst, Alter? Ich dreh hier gleich am Rad. Scheiße, Schwede. Halleluja! Katastrophal. Ey, Junge. Du bist schon nach der Erstmaschine, ne? Über die Lampe geht's klar. Das ist eine neue Technik, die angeeignet. Technik jetzt, ja. Ist aber irgendwie voll satisfying. Weniger, wenn man es selber macht. Ja. Weil der Elektriker war noch nicht hier eben. So. Live weiß, was er tut. Schön hier eine Kernbohrung durch das Ding. So, guck mal hier. Ah ja. Ich find's so funny, Alter. Ich bin ehrlich, Leute, ich würde niemals da mithelfen, weil ich einfach nur Angst hätte, dass ich alles kaputt mache. Sven, danke für deinen Resub. An der Stelle, meine Freunde, Ausrufezeichen Prime. Es ist der dritte im Monat, ja. Es ist der dritte im November. Es ist zwar nicht September oder Subvember oder weiß ich was, Leute, aber ihr könnt mit Prime gratis reinsubben. Und ich würde mich jetzt einfach darüber freuen, wenn ihr eure ganzen Prime-Subs bei allen anderen Streamern löchen würdet mit CH und bei mir diesen gottverdammten Prime-Sub reinmacht. Ganz einfache Nummer. Das ist Drehberg. 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 Oh mein Gott. Geh du zuerst. Wir sollten aufpassen, dass nichts auf den Boden kommt. Alles denied. Clean. Wahnsinn. Keine gute Idee. Es ist schon soweit. Mein Prime-Sub hat schon Iblali. Dann würde ich dich bitten, Twitch jetzt zu löschen. CH, du weißt Bescheid. Wir sind soweit, bist du soweit. Ist das normal, dass es so aussieht am Ende? Deswegen hast du Handschuhe bekommen. Ich hätte dir nicht mal welche gegeben. Diese. In deiner eigenen Handschuhe. Aber die ist jetzt leer, ist größer.
So, seid ihr fertig? Nee, ihr müsst noch eine Wand machen. Wichtig ist immer, dass hier oben dieser Bereich. Da kleben wir zuerst. Ich wollte das Beste zum Schluss halt machen. Aber ich mach's dann jetzt. Cool. Alter Junge, Ju, du kotzt mich richtig an, ne? Ich bin fertig. Einfach wirklich nur belastend. Einfach. Die Handschuhe sind voller Kleister und ich mache die jetzt so, dass sie dann so trocknen, dass sie denken, Handschuhe, die kann man anziehen, dann kann man den Kopf drauflegen und dann denken. Genau. Jetzt kannst du ja patentieren lassen, denn. Oh ja. Ja. Genau, die sind dann nur so. Die total tolle Idee. Ich die halt aber lass, du musst sie jetzt mal Tag halten jetzt, ne? Tag halte ich jetzt so. Nein! Kleber kriegt man nur weg mit noch mehr Kleber, oder? Wie war das? Mit Wasser. Er hat sich dreckig gemacht. Da helfen nur die Hater-Tränen. Da, da kommen die Prime-Subs. Ja. Und ich möchte nicht, dass es aufhört. Ihr wisst es. Sind ja auch kaltherzige Menschen. So, gut. Dann machen wir Kaffeepause. Wir sehen uns nach der Werbung. Apfelsaft Gaming, Bubbles, Totes Hörnchen, X-Craby, Luca, Dankeschön. Weitermachen, danke. Und funktioniert? Wollt ihr helfen? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich darf die Treppe nicht mehr nutzen jetzt, ne? Du bist ja der Beweglichste von uns, also du müsstest. Hoffentlich tut er sich richtig. Gut. Schade. Das Alter. Immer unten ran. Und dann schön streichen. Und oben gleich. Perfekt. Deswegen kleben wir es vollflächig, genau, und oben ist was wegschneiden. Das sieht immer mehr aus wie ein Pool, Leute. Genau, schön glatt streichen überall. Ey, das ist aber wirklich der krasseste Pool, den es gibt, Alter. Da ist ja wirklich alles drin, ne? Da ist ja wirklich alles drin, Alter. Die haben ja da wirklich komplett durchgecarried. Die haben ja da, ey, der Pool, der ist ja wirklich so professionell gebaut, Alter. Das ist ja so ein himmelweiter Unterschied zum ersten Pool. Junge, das hat der einfach gar nicht verdient. Und wenn ich auf diese scheiß Poolparty nicht eingeladen werde, ich war letztes Mal nämlich auch da, dann werde ich ausrasten und dein Haus löchen. Und deine Eltern anrufen und denen sagen, löch dein Leben. Ich bin gerade raus, Leute. Ich kann mit dem Druck hier mit dem Chat gerade nicht umgehen, ey. Das mit dem CH macht mich fertig. Ja, dann 80 Leute hier. Ja, wir haben es ja gestern noch eingesprüht mit Desinfektionsmittel, ne? Dass alle organischen Stoffe weg sind und bis nochmal ein antibakterielles fließt. Ne? Wow. So geil. Wow. Wir werden gesund in unserem Pool, denn es ist antibakteriell. Wack. Du musst enger. Enger? Ja, du musst das enger rollen. Wer wollt du denn? Ganz schön lang. Ich find's auch so geil, dass ihr diesen scheiß Pool einfach bekommt, wenn Winter ist, ne? Das ist das Geilste. Hä? Ja. Ja. Ein runder Kuller. Yeah. Leute, wer will das haben, schreibt es in die Kommentare. Brauchst du irgendwas? Aua. Ja, nee. Ja. Eine Umarmung. Gut. Wie sieht das jetzt hier aus, Alter? Der Pool ist einfach blau oder was, ne? Auch 14,4. Ich dachte 56, aber wahrscheinlich 65. 64,5. Ansonsten. Julian Bam ist ja ein Mensch, der hat ja handwerklich einfach gar nichts drauf, ne? Also, das ist ja wirklich einfach nur. Traurig. Das ist einfach nur traurig und dreist, dass ich seit 3 Minuten keinen Prime-Start mehr bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch, dass Julian Bam diesen Pool trotzdem einfach hinten reingedeutet bekommt, Alter. Da bin ich ehrlich, das finde ich nicht fair. Julian Bam, löch deinen Kanal. CH, du weißt Bescheid. Leider so. So, ja, dann machen wir nochmal. Unnötiger Schnitt, hätte man sich sparen können. So, in der nächsten Folge. Nee, da brauchst du nicht, Julian. Nur an den Rettstufen. Nur hier, ja? Warum nicht oben? Da kommt nachher Folie rauf. Die blaue Folie hier, die kleben wir nachher mit Kontaktkleber rauf. Das ist jetzt ein antibakterielles Fließen. Was bringt das genau? Ja, es ist antibakteriell. Weniger Bakterien im Wasser. Bin ich bei euch. Aber da kommt ja nochmal eh eine Folie drumherum, oder? Oder wie ist das? Oder wird das sogar gefließt, der Pool? Gibt's da schon irgendwas an Infos zu, wie das Ding letztendlich aussieht? Und vor allen Dingen, was schätzt ihr, was dieses Ding kostet? Was dieser Pool kostet? Also ich würde mal sagen, Leute, das ist bestimmt so ein 30.000-Euro-Projekt hier. 20.000 Euro bestimmt. Das ist ein sehr solider Beton
gegossener Pool, der wird ordentlich teuer sein. Na, so 20.000 bestimmt, Alter. Das wird nicht ohne sein. Okay. Dann habe ich mir Fläche zum Schweißen. Aber dann ist die Fläche nicht antibakteriell. Die ist auch trotzdem antibakteriell, weil die komplett eingesaut wurde. Genau. Das wollte ich aber sagen. Das ist auch 65, 15,6. Ja, 40k schreiben viele. Nee, glaube ich nicht, Alter. Aber ich denke mal schon so 30.000 bestimmt, oder? 15, alles gut. 50. Also, aus ist auch noch welche. Warte. Schellen. Im Auto. Im Auto. Alter, echt jetzt? Echt? Was ist los? Das ist komisch. 64,5. Mal 14,5. 64, zweimal die 4 Ende. Absoluter Bot. Darf er das? Klar. So, hier ist ja ein Skimmer. Ja. Und den schneide ich jetzt aus, bevor wir die Folie dran kleben, auf Dummheit und keinen Skimmer haben. Tada! Ja. Ah, da ist er. Da, der Skimmer ist da. Krass. Toll. Fertig. Wirklich toll. Ey, sollen wir es durchziehen so? Auch wenn du auf Shows gehst, sagst du, ich will nur noch so verkabelt werden. Was sagen Sie, Eli? Das sieht so scheiße. Gut, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir dieses Video beenden. Julian Bam, ich werde in deinen Pool reinpissen, so viel sei sicher.